Oh scheiße, es wird halt alles nass. Das ist halt ein bisschen blöd. Puh, ihr Zuckerpüppchen, und herzlich willkommen zu Die Zuckerpuppe testet Glühwinos auf dem Weihnachtsmarkt. Wir gehen jetzt los. Wir testen ungefähr 5 Stück. Ich weiß nicht, ob ich danach noch reden kann. Deswegen würde ich sagen, sage ich jetzt schon mal, abonniert den Kanal, drückt auf Daumen hoch. Ja, war's auch eigentlich. Jetzt wird nur noch gesoffen. So, ich werde euch jetzt gleich auf Instimensti befragen, ob ich mit Schuss oder ohne Schuss nehmen soll. Bei jedem Glühwinos. Ich hoffe, ihr sagt nicht bei jedem, dass ich mit Schuss, nehme ich auf, ja, dass ich mit Schuss nehmen soll, weil sonst kann ich am Ende halt wirklich nicht mehr reden. Falls ihr bei der nächsten Abstimmung dabei sein wollt, dann folgt mir jetzt schon mal auf Instimensti. Wir gehen jetzt rein und trinken den ersten Glühwein und ich hoffe, mit Schuss. Wow, okay. Wir haben heute schon Brettspiele gekauft. Jetzt Zuckerpäppchen. Ich habe jetzt hier den ersten Glühwein getrunken. Ihr habt euch auf Instimensti dazu entschieden, na sicher, Michi, dass der mit Schuss ist. Du kannst dich gerne mal umdrehen, wenn du willst. Wir waren hier bei dem direkt neben diesem Riesenrad. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich ihn bewerten werde, aber falls er gut ist, dann könnt ihr ja hierher kommen. Okay, jetzt hören wir wieder auf mich. Hier haben wir übrigens noch einen Bratapfel-Glühwein, den werde ich natürlich für mich hier auch noch kurz probieren, aber trinken werde ich nur den hier. Also. Oh scheiße, ist das heiß. Nur wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Aber lecker. Aber es ist lecker. Wirklich. Ich glaube, wir machen das. Okay, Prost. Try du den ersten. Übrigens, ich muss noch eine kleine Aufklärungsrunde machen. Wenn ihr Glühwino trinkt oder generell irgendwelche Sachen, wo warmes Wasser enthalten ist, passt bitte auf euch auf. Ich habe jemanden dabei, der auf mich aufpasst. Trinkt Wasser mit Bedacht. Stay hydrated. Der schmeckt super. Der hier bekommt von mir. Ich muss halt auch noch irgendwas haben. Welcher schmeckt mir denn besser? Moment. Ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz probieren. Schockschicke. Der hier hat gewonnen. Der hat gewonnen. Aber ich schmecke schon, der ballert böse. Sagen wir mal, da wäre bei beidem warmes Wasser drin. Dann würde ich sagen, ist das hier eine 4 und das hier eine 3. Aber beide schmeckt schon. Ich mach mehr Bewertungen. Ich mach 10. Weißt du, wie ich meine? Ja. Nicht nur 5, sondern 10. Dann bekommt der hier eine 7 und der hier bekommt eine 6. Der hier bekommt eine 8, der hier bekommt eine 7. Ich hab's. 3. Okay, wir trinken den jetzt aus. Das macht so Spaß hier. Wir haben hier jetzt den nächsten Glühwino, oder sollte ich besser sagen, den nächsten Glühgin, den wir jetzt testen werden. Ich muss sagen, er riecht super gut, er riecht richtig weihnachtlich. Willst du mal riechen? So, er riecht wirklich toll. Ah, er riecht wirklich. Ja, wie Weihnachtstee. Okay, wir probieren jetzt. Ihr habt ja den Stand schon gesehen. Schuck. Toll. Ja. Schmeckt wunderbar. Wow. Wirklich, das schon mal probiert, Doma? Ja, ich kann das. Warte, du nimm das Ding, ich heb die. Oh, sehr orangig. Okay, lass los. Okay, ja, ich lass los. Sehr orangig. Ich hätte jetzt eher gesagt, sehr zimtig. Du darfst nicht vergessen, mich zu filmen. Ich würde sagen. Fast umgekippt. Ja, das stimmt, sehr orangig. Aber ich glaube, ich würde dem Ganzen tatsächlich besondere 8 von 10 Zuckerpuppenmobilen geben. Wow. Oder? Wie viel würdest du geben? Sag mal. 5. So eklig. Ich mag Orange nicht so sehr. Das Ding ist, ich nee, 8 von 10. Mehr auf Kirsche. Kirsche. Was sagt ihr? Kirsche oder Kirche? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir testen den nächsten. Engel, passt zu mir. Ha! Okay, so. So, ihr Zuckerpüppchen, hier haben wir den nächsten vom weißen Engel, blauer Engel, ist ja auch egal, ich bin blau. Wir drehen uns jetzt um, weil damit ich gut beleuchtet bin. Wir testen hier natürlich überall Glühwinos, rote Glühwinos, damit wir die alle miteinander vergleichen können. Ich habe schon einen leichten Kegel. Ich probiere jetzt. Nee, probier mal bitte. Hier, die rasende Reporterin muss ich interviewen. Was sagst du? Ich glaube, den finde ich bis jetzt am besten. Was? Am besten? Okay, nee, von mir kriegt der 4. 4 Zuckerpuppenmobile. Eine 9? Ja, eine 9. Alles, aber der schmeckt schon arg nach warmem Wasser. Der hat schon eine starke Mische. Ja? Ja, wirklich. Okay, wir düsen jetzt zum nächsten. Und bis dahin, man sieht mich nicht, deine Hand ist drüber. Nein, achso, ich dich doch. Bis dahin würde ich sagen, wish you well in hell. Wow. Hier habe ich mir jetzt eine süße Tomatenkäseschrippe geholt. Warm, ich probiere das jetzt.
Danach gehen wir noch auf einen anderen Weihnachtsmarkt, der ist am Alexanderplatz. Okay. Toll. Also für 3,50 ist das lecker. Also so richtig lecker, weißt du? Ich habe schon gedacht, okay, das schmeckt okay für 3,50 auf dem Weihnachtsmarkt. Da kostet alles immer 8 Euro. Es ist lecker. Wenn ihr nicht hören könnt, wie man isst. Weiter geht's. Ich sag mal so, wir sind jetzt bei dem anderen. Hier gibt's eine Peppi! Nee. Wir müssen eine Peppi kaufen. 10 Euro. Bin ich reich? Peppi muss da bleiben, es tut mir leid. Aber könnte sie fliegen? Ja, ja, sie fliegt. Oh, Peppi kann auch fliegen. Wir werden jetzt hier den nächsten testen. Ich würde sagen, es sieht sehr eindrucksvoll aus, oder? Ja. Der muss dir schmecken, weil sonst bin ich richtig. Ich werde Fuchsteufelswild. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Ja. Bin ich angedüdelt? Wish you well. In hell. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier den 4. oder ist es schon der 5.? Ich weiß es nicht tatsächlich, um ehrlich zu sein. Ich merke ein bisschen was. Wir werden jetzt auch gleich hier noch. Hallo, du musst mich filmen. Noch gleich hier einen kleinen Test machen, den man auch machen würde, wenn man beim Autofahren kontrolliert wird. So, wisst ihr, was ich meine? Also, ich würde jetzt niemals mehr Autofahren, aber. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das machen wir gleich in einem Parkhaus, die ganzen Tests so auf einer Linie laufen und sowas. Aber jetzt wird hier noch der letzte probiert. Das ist hier dieses schöne Gebäude am Alexanderplatz. Ich probiere. Tasty, tasty. Toll. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einen Pegel habe, wie was weiß ich wer. Aber es ist der leckerste, glaube ich. Was sagst du? Wild. Schmeckt nicht? Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Geschmäcker, ja? Wir haben nicht unterschiedliche Geschmäcker, meiner ist einfach besser. Wirklich, nehmt euch kein Vorbild an mir, ich will das nicht verherrlichen. Wir sehen uns im Parkhaus. Wupp, wupp. So, jetzt Zuckerpöpfchen, du musst die Kamera gerade halten. Ich muss jetzt die Polizeiprüfung ablegen. Also einmal ist es auf einem Strich laufen. Ich suche mir einen Strich aus, okay? Denkst du, ich schaff das noch? Ich schaff das. Ich schaff das. Ich habe bestanden. Was muss man denn noch für Übungen machen? Man muss das mit der Nase machen. Moment, ich muss das hier ablegen. Man macht das mit der Nase. Du musst jetzt richtig nah. Ne, Augen zu, ne? Ich habe bestanden. Ich hätte bestanden. Würde ich wieder weiterfahren dürfen, was denkst du? Also ich würde das niemals fahren, aber so. Warte. Nee, warte. Wenn man einmal nicht. Ich muss nochmal. Ich würde bestehen. Ich sagte, ich würde bestehen. So, jetzt Zuckerpüppchen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, folgt mir auf Instiminzi, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da. Ich weiß nicht, habe ich schon zwischendrin eine Kommentarfrage gestellt? Ja. Ja? Welche? Trinkt ihr lieber rot oder weiß? Küsschen. Rot.